Willkommen zu unserem Motorradabenteuer Südafrika. Lasst euch von der Motorradreisewelt entführen zu einer Rundreise rund um das Kap der Guten Hoffnung. Nachdem wir den kalten europäischen Winter hinter uns gelassen haben, erwartet uns in Kapstadt der Sommer. Diese Reise ist sicher vom fahrerischen wie auch von der kulinarischen Seite eine der besten Touren weltweit. Am heutigen Nachmittag nutzen wir die Möglichkeit und sehen uns schon mal in der bekannten Victoria und Alfred Waterfront um. Diese ist in nur wenigen Minuten zu Fuß vom Hotel aus erreichbar. Das angeschlossene Geschäftszentrum bietet sich hervorragend zum Einkaufen an und wir können uns in den unzähligen Restaurants, die dort zu finden sind, einfach schon mal kulinarisch verwöhnen lassen. Tag 1. Freizeit in Kapstadt. Am Morgen erwartet uns ein lokaler Guide, der uns auf eine Stadtrundfahrt durch seine Heimatstadt mitnimmt. Wir besuchen mit ihm das Finanzviertel, den Green Market, das alte Parlament und spazieren durch die botanischen Gärten. Nachdem wir das historische Stadtzentrum verlassen haben, verbringen wir unsere Mittagspause in einem netten Café mit Blick auf den Tafelberg. Der Tafelberg ist das Wahrzeichen von Kapstadt und gut gestärkt von unserem Lunch steht dieser als nächstes auf dem Programm. Die neue Seilbahn bringt uns hoch auf den Tafelberg, von wo aus wir einen fantastischen Überblick auf die Stadt, den Lion's Head und die umliegenden Meeresbuchten bekommen. Am frühen Abend erfolgt die Tourbesprechung mit den Guides, die uns während der Tour begleiten. Hier bekommen wir dann alle notwendigen Informationen für den Tourstart am nächsten Morgen. Nach der Tourbesprechung sind wir eingeladen zu einem Abendessen in einem typisch afrikanischen Restaurant. Und bei lokaler Musik und Tanz können wir dann zusammen den Abend ausklingen lassen. Tag 2. Von Kapstadt nach Hermanus. Nach dem Frühstück geht es endlich los mit unserem Motorradabenteuer Südafrika. Nach dem Erledigen der Formalitäten erfolgt die Einweisung an den Motorrädern und schon geht es los mit dem für uns erstmal ungewohnten Linksverkehr. Auf gut ausgebauten Straßen verlassen wir Kapstadt und es geht in Richtung der malerischen Gordons Bay.
Im dortigen Hafen angekommen, machen wir dann die Mittagspause in einem netten Restaurant direkt am Wasser. Wir folgen dann am Nachmittag der wunderschönen Küstenstraße und der Linksverkehr ist mittlerweile absolut kein Problem mehr. Ein Stopp bei den Haifischbeobachtern in der Kogel Bay und ein Besuch der Pinguine im Ozeanischen Park bei Betty's Bay stehen natürlich auch auf dem Programm. Am späten Nachmittag beenden wir den ersten Fahrtag in einem unserer Guesthouses in Hermanus. Und es erwartet uns natürlich ein kaltes Willkommensbier und der wunderschöne Pool. Am Abend unternehmen wir einen kurzen Spaziergang zum Hafen, wo wir zum Abendessen lokale Spezialitäten wie den Kingklippfisch oder Langusten probieren können. Tag 3 von Hermanus über das Kap Alguas und die Garden Route nach Mossel Bay. Der Tag startet wie immer mit einem ausgiebigen Frühstück im Hotel. Nach einer kurzen Fahrt erreichen wir den bekannten Whale Point in Hermanus. Dort gibt es in der Saison immer Walsichtungen und der örtliche Walausrufer weist die Besucher auf die nahe der Küste schwimmenden Wale hin. Die hier lebenden Aktiv- und Klippenschläfer sorgen ebenfalls für Unterhaltung. Nun führt uns die Strecke durch die Kornkammer der Kap-Region. Wir durchqueren das weite Getreidefarmland und sehen entlang der Strecke immer wieder riesige Schafzuchten. Eine Kaffeepause in einem der unzähligen lokalen Läden, oder auch Patstalls genannt, ist ein Muss auf so einer Tour. Nach dem ersten Tankstopp mit dem hier üblichen vollen Service erreichen wir das berühmte Kap Alguas. Dort treffen der Atlantische und Indische Ozean zusammen. Nach ein paar Treppen können wir vom dortigen Leuchtturm aus das farbige Naturschauspiel beobachten. Nun fehlt nur noch ein kurzes Gruppenfoto am Kap Alguas Zeichen und weiter geht es mit der Tour. In Bredasdorp angekommen, können wir bei einem Stopp im Fabrikverkauf der weltbekannten Kapula-Kerzen auch einen frischen Espresso genießen. Rechtzeitig zur Mittagspause erreichen wir den kleinen Ort Swellendam und somit den Beginn der eigentlichen Garden Route.
Nach dem Lunch folgen wir der gut ausgebauten Garden Route bis nach Mossel Bay. Und auch ein paar warme Regentropfen tun hier dem Fahrspaß keinen Abbruch. Unser Hotel in Mossel Bay liegt direkt am Meer und wir können die Chance nutzen, um einen Sprung in das warme Wasser des Indischen Ozeans zu machen. Den Abend verbringen wir in der Nähe des historischen Bossbaumes und genießen wieder lokale Spezialitäten in einem der dortigen Restaurants. Tag 4 von Mossel Bay über die Gardenrude und Neisna in den Tsitsikama Nationalpark. Gut gestärkt geht es heute Morgen weiter entlang der Garden Route. Unser erster Stopp in Wilderness ist das Eldorado für die Fallschirmsegler. Diese stürzen sich hier wagemutig von den Klippen in den Fallwind. Die kleine Stadt Neisna ist einer der schönsten Orte an der Route und der lebhafte Hafen mit seinen Cafés und Geschäften lädt uns zum Verweilen ein. Die kurvenreiche Auffahrt zu den sogenannten Heads mit ihren Wetterkabriolen sind hier ein weiteres Highlight. Hier befindet sich auch die trickreiche Hafeneinfahrt von Neisna, welche sich nur mit viel Können meistern lässt. Rechtzeitig zur Mittagspause kommen wir in der Plettenberg Bay an und genießen unseren Lunch wieder mal direkt am Meer und dem gleichnamigen Strand. Am Nachmittag erreichen wir das Mangiland. Dies ist eine Primatenreservation, wo wir bei Interesse eine interessante Tour mit einem der Parkranger unternehmen können. Am frühen Abend erreichen wir unseren Übernachtungsort Storms River, welcher inmitten des Tsitsikama Nationalparkes liegt. Der schöne Pool lädt zum Verweilen ein und das Abendessen mit seinen Wildspezialitäten ist wieder ausgezeichnet. Tag 5 von Storms River über Jeffreys Bay nach Addo. Der Tsitsikama Nationalpark begrüßt uns am Morgen, wie es sich für einen Regenwald gehört, mit etwas Nebel und leichten Regen.
Nach ein paar Minuten Fahrt ist dies wieder vorbei und wir folgen der Route 62 in den Surferort Jeffreys Bay. Die dortigen Outlets der diversen Marken bieten sich bei wieder bestem Wetter zum Shoppen an. Und die Zeit reicht auch noch für einen schönen Espresso. Nun führt uns die Tour langsam in das tiefste Afrika. Wir verlassen die Küstenregion und begeben uns auf den Weg in die Savanne der Karoo-Region. Unser heutiges Tagesziel ist der Addo-Elefanten-Nationalpark. Wir erreichen unser Hotel bereits am Mittag, wo uns ein leichter Lunch erwartet. Der Swimmingpool bietet sich am Nachmittag zum Relaxen an, bevor wir uns auf dem Weg zu einer Sonnenuntergangs- und Nachtsafari in den Addo-Elefanten-Nationalpark machen. Die geländegängigen Fahrzeuge der Parkranger bringen uns mitten in das Geschehen. Und wir sehen hier lebende Wildtiere wie Elefanten, diverse Arten von Antilopen, Zebras, Hyänen, Löwen und viele weitere der hier heimischen Arten. Zum Sonnenuntergang wird diese Tour mit Snacks, Bier und Wein inmitten der Wildnis abgerundet. Nach der Rückkehr zum Hotel erwartet uns bereits das Abendessen und wir lassen den Abend bei einem guten Glas Wein ausklingen. Tag 6. Von Addo durch die Karoo-Region nach Graaf Reinet. Die langen, geraden Strecken in der Karoo-Region werden immer wieder unterbrochen von Pässen und wechseln sich heute mehrfach ab. Unser Tagesziel, das Desolation-Gebirge und Graaf Reinet, sind in der Ferne gut zu sehen und scheinen zum Greifen nahe. Jedoch werden wir noch 3 Stunden benötigen, um es zu erreichen. So leicht täuscht einen hier die unendliche Weite der Savanne. Die Region ist bekannt für ihre Farmen zur Zucht von Merino-Schafen und Wildtieren, welche hier häufig zu sehen sind. Die lokalen Läden bieten hier Spezialitäten wie Kudu-Pies oder das Bildong genannte Trockenfleisch an.
Wir erreichen den kapholländisch geprägten Ort Graaf Reinet gegen die Mittagszeit. Nachdem wir standesgemäß mit einem lokalen Glas Sherry begrüßt worden sind, stärken wir uns am Mittagsbuffet. Dann heißt es etwas relaxen am Pool oder im malerischen Ort umsehen. Am Nachmittag steht mit dem Desolation Valley noch ein weiteres Highlight auf dem Programm. Das Tal der Trostlosigkeit hat seinen Namen zu Unrecht. Auf dem Weg dorthin folgen wir einem Stausee und sehen mit etwas Glück Blauaffen, Strauße sowie Eland und rote Hardebeest-Antilopen. Die Fahrt hoch in diesen Nationalpark führt uns vorbei an Schluchten und durch für die Region einzigartige Vegetation. Die nur hier heimischen Schwarzadler lassen sicher auch nicht lange auf sich warten. Dieser wieder hervorragende Tag klingt mit reghafter Unterhaltung und einem kleinen Gewitter beim Abendessen aus. Tag 7. Von Graaf Reinet über die Rust nach Oudtshoorn. Ein kurzer Sprung in den Pool am Morgen erfrischt, denn nach dem Frühstück führt uns die Strecke 160 Kilometer nahezu kerzengerade entlang des Gebirgskammes durch die große Karoo. Nach so viel geradeausfahren kommt die Kaffeepause in Willamore zusammen mit einem Stück hausgemachten Käsekuchen gerade recht. Im Örtchen De Rust angekommen, stärken wir uns zur Mittagspause in der dortigen Trading Post, bevor wir das nächste Tageshighlight unter die Räder nehmen. Der kurvenreiche Meiringspot Pass mit seinen engen Schluchten und der traumhaften Kulisse gibt es auch locker her, dass man ihn zweimal rauf und runter fährt. Der Kurvenspaß ist hier zu 100% garantiert. Die immer mehr werdenden Straußenfarmen am Wegrand weisen auf den Ort Oudtshoorn, das Zentrum der heutigen Straußenzucht, hin.
Wundert euch also nicht, wenn direkt am Zaun neben euch eines dieser großen Federviecher auftaucht und ein Rennen mit der Harley läuft. Bei Geschwindigkeiten von 70 km/h gehört das zu deren Lieblingsbeschäftigung. Wir besuchen heute Nachmittag oder am nächsten Morgen eine dieser Farmen und bekommen alles Wissenswerte über diese Vögel beigebracht. Am Abend gibt es einen echten südafrikanischen Brei oder Barbecue. Und wir können hier natürlich frisches Straußenfilet und andere Spezialitäten vom Grill probieren. Der Abend endet ruhig und relaxed in einer unserer Lodges in einem Seitental des Schwarzberges. Tag 8. Von Oudtshoorn über die Route 62 nach Montagu. Falls dies nicht gestern schon geschehen ist, steht heute Morgen der Besuch auf einer der Straußenfarmen an. Wir bekommen hier alles Wissenswerte beigebracht, um zu Hause mit der eigenen Straußenfarm zu starten. Im Anschluss heißt es Get Your Kicks on Route 62. Dieser Highway ist der kleine Pendant zur amerikanischen Route 66 und hat auch einige nette Highlights zu bieten, wenn auch er um einiges kürzer ist als sein großer Bruder in den USA. In Kalitzdorp besuchen wir als erstes eines der Portweingüter, welche sich mittlerweile auch auf gute Whisky spezialisiert haben. Dass diese natürlich in Portweinfässern gelagert werden, ist selbstverständlich. Von hier aus geht es auf der Route 62 weiter nach Ladysmith, welches bekannt ist für seine Käseproduktion. Ronnys Sexshop ist sicher eines der Top-Highlights entlang dieser Straße. Mit seinem englischen Humor ist Ronny der Kneipenbesitzer hier am richtigen Platze. Und wir bekommen vor Ort die Geschichte erzählt, wie es zu diesem Namen kam. Das typische Route 62 T-Shirt können wir hier natürlich auch käuflich erwerben. Der nächste Stopp ist im Örtchen Berrydale, wo es im Country Pumpkin neben einem hervorragenden Lunch auch die gesuchten Route 62 Pins für die Motorradjacke gibt. Am Nachmittag rollen wir dann in Montagu, unserem heutigen Tagesziel, ein. Der Ort ist bekannt für seine weitläufigen Obstplantagen und seine Trockenfruchtindustrie. Tag 9. Von Montagu über die Sieben Bässe in das Weinland ums Kap. Ausgiebig frühstücken ist angesagt, bevor es heute an unsere Sieben Pässe-Tour geht. Kurz nach dem Verlassen von Montagu stehen schon die ersten drei Pässe auf dem Programm, die uns auf über 1200 Meter hochbringen.
Bei einer Kaffeepause in einem privaten Tierreservat erleben wir sehr oft weitere interessante Tierbeobachtungen und bekommen mit etwas Glück nochmal Elefanten oder Nashörner zu sehen. Obstplantagen wechseln sich nun mit Tabak, Oliven und Weinanbau ab, sodass wir die Chance nutzen werden, um auf einem der bekannten Weingüter in der Region eine Mittagspause zu machen. Eine kleine Weinverkostung darf natürlich auch nicht fehlen. Die Tour führt uns weiter durch das Weinland und über den fahrerisch sehr reizvollen Franschek Pass und in den gleichnamigen Ort. Eine kurze Pause dort zum Umschauen und Kaffee trinken ist immer drin, bevor es weitergeht in den Raum Stellenbosch oder Paarl, wo wir heute übernachten werden. Nach der Ankunft im Hotel können wir den Abend bei einem großen Filetsteak vom Feinsten im besten Steakrestaurant der Region ganz landesüblich ausklingen lassen. Tag 10. Durch das Weinland zum Kap der Guten Hoffnung und nach Kapstadt. Leider geht es langsam dem Ende der Tour entgegen. Wir verlassen das Weinland und die Etappe führt uns wieder zurück zur Atlantikküste des Kaps. Entlang von wunderschönen Stränden und kleine ehemalige Fischerorte wie Fishhook und Simonstown, wo wir eine kurze Pause machen, folgen wir der einzigartigen Küstenstraße in den Cape Point Nationalpark. Schon bevor wir das eigentliche Kap der Guten Hoffnung erreichen, werden wir wieder mit jeder Menge von Wildbeobachtungen überrascht,
Nach einem ausgiebigen Fotostopp an diesem Wahrzeichen geht es weiter in Richtung Kapstadt. Das Meer ist mit seinem blaugrünen Wasser immer wieder ein Augenfang. Und damit macht es noch mehr Spaß, den berühmten Chapman's Peak Pass mit der Harley hinaufzureiten. Der Blick über die Hauptbay und den Löwenkopf ist aus dieser Perspektive einfach überwältigend. Die noblen Vororte Camps Bay und Sea Point bilden natürlich mit der Aussicht auf den Tafelberg als Hintergrundkulisse den besten Abschluss, bevor wir wieder unseren Ausgangspunkt Kapstadt erreichen und die Motorräder bei unserer Vermietstation abgeben. Tag 11. Freizeit in Kapstadt. Bei Buchung des Verlängerungsprogrammes haben wir noch einen weiteren freien Tag in Kapstadt zur Verfügung. Am Nachmittag bietet sich dann ein Helikopterrundflug über die drei großen Buchten und um den Tafelberg an.
Den Abend können wir dann bei Interesse mit einer Katamarankreuzfahrt in den Sonnenuntergang und einem letzten gemeinsamen Abendessen in der Waterfront abrunden. Vielen Dank für euer Interesse und auf Wiedersehen in Südafrika.